Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Es gibt wieder was Neues von Lidl und zwar die Cookie Bar Chocolate. Und dieser Keksriegel, der kommt euch vielleicht so ein bisschen bekannt vor, oder? Richtig, das Produkt habe ich auch schon mal vorgestellt. Es stammt von Milka und es sieht so ein bisschen aus wie die Milka Keksriegel. Die heißen, glaube ich, Milka Cookie Snacks. Und diese Cookie Bar von Lidl kommt doch zumindest, was die Optik betrifft, da ziemlich nah dran. Und Lidl ist ja auch wirklich ziemlich gut in einigen Sachen, also wirklich auch in einigen Sachen so in diesen Süßigkeiten nachmachen. Ich erinnere nur an diese nachgemachten Toffifee, die fand ich sehr gut gelungen. Gab es auch nachgemachte Giotto? Also Lidl hat auf jeden Fall da ganz, ganz viele Produkte. Und das Lustige ist, dass die Milka Cookie Snacks erst vor kurzem bei Lidl im Angebot gab. Und jetzt hier circa ein, zwei Wochen später kommt hier Lidl mit der eigenen Nachmache um die Ecke. Und dieser Keksriegel, den kennt ihr vielleicht nicht nur von Milka, sondern den gibt es ja auch schon etliche Jahre im Ausland. Zum Beispiel in Frankreich von der Marke Granola und in Spanien von Chips Ahoy. Und Granola, Chips Ahoy und Milka, die gehören ja alle zu Mondelez, also ist eine globale Marke. Und deswegen ähneln die Produkte, haben aber andere Markennamen drauf. Das hier ist allerdings eine Eigenmarke von Lidl Sunday. Wer das genau herstellt, kann ich euch nicht sagen, aber ich werde es gleich mal probieren. Und ich liebe ja Kekse und Kekse mit diesen Schokoladentupfen drin, die finde ich einfach göttlich geil. Ich hoffe, dass er richtig schön bröselig ist und schokoladig schmeckt. 6 Stück sind hier drin, 99 Cent kostet es und ein Riegel hat 133 Kalorien. So, alles was wir wissen müssen und noch mehr jetzt. Ups, ich habe es ein bisschen dämlich aufgerissen. Schauen wir mal. So, wie gesagt, die Milka Cookie Snacks und auch diesen anderen Lidl Dupe verlinke ich euch am Ende des Videos. Und das kommt uns doch sehr bekannt vor. Und ich finde das ja so geil, ihr Lieben, ja? Wenn man das hier unten so schön noch passend anfassen kann. Okay, hier hinten ist drauf auch noch Schokolade. Aber es eignet sich perfekt, um auch mal zu dippen hier im Kaffee. Und das finde ich halt so toll. Oder in warmer Milch. Oh. Schaut euch das mal an. Meine Güte. Ja, es ist keine Milka-Schokolade, aber es ist Schokolade und ein richtig geiler Keks. Alter Falter. Das muss ich euch unbedingt mal in Großaufnahme zeigen. Und jetzt schauen wir uns den Cookie Bar Chocolate, also den Schoko-Keksriegel, nochmal in Großaufnahme an. Und ihr könnt hier sehen, wie viele geile Schokoladenstückchen hier in dem Keks drin sind und wie lecker der Keks auch schon aussieht. So richtig schön bröselig, überhaupt nicht trocken, super intensiv im Geschmack, leckere Schokolade. Ich glaube, man kann es wirklich nicht besser machen als so. Ist absolut genial. Ich kann echt nur sagen, ihr Lieben, wie geil ist das denn? Der schmeckt mir so gut, dass ich das Gefühl habe, er schmeckt sogar noch besser als die Milka-Variante. Weil ich das Gefühl habe, dass der Keks nicht so trocken ist. Und irgendwie schmeckt er sehr vollmundig, intensiv. Es ist perfekt. Wie ich schon gerade eben gesagt habe, ich glaube, man kann es echt nicht besser machen. Mir schmeckt es unglaublich gut. Volle 10 Punkte für die Cookie Bar hier aus dem Lidl. Für das neue Produkt. Es ist wirklich geil geworden. Ich werde es nicht zum letzten Mal gekauft haben. Das ist für mich echt so ein neuer Keksstandard. Wenn ich im Lidl bin, wird das hier mitgenommen und da wird auch immer mein Ingwer-Kurkuma-Shot mitgenommen aus dem Lidl. Und die werde ich in Zukunft auch immer mitnehmen. Voll praktisch, 6 Stück sind da drin. Kann man sich wirklich gönnen und das nicht nur sollte man sich gönnen. Ihr Lieben, wenn ihr die probiert habt, schreibt mal in die Kommentare, wie euch die schmecken. Von mir gibt es volle 10 Punkte. Sensationell gut gelungen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte Angst, dass sie ein bisschen trocken sind. Sind richtig geil. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns, im nächsten Video hoffentlich wieder. Ich kann euch noch verraten, wo die im Lidl stehen. Bei mir standen die nicht bei den Keksen, sondern in der Nähe von der Kasse.
Das heißt, wenn ihr jetzt wieder im Lidl seid beim Wocheneinkauf und dann müsst ihr nicht so lange suchen. Die standen bei mir irgendwo am Aufsteller in der Nähe von der Kasse. Ganz liebe Grüße noch und hoffentlich bis im nächsten Video.